Mick kann dir helfen, die Einladung zu bekommen. Mick, ich weiß jetzt, wer meinen Vater getötet hat. Ich muss zur Inselmeisterschaft eingeladen werden, um ihn zu treffen. Ich habe von diesem Mann in Schwarz gehört. Alle 4 Jahre versammelt er die besten Kämpfer der ganzen Welt. Auf seiner Insel kämpfen sie gegeneinander, um herauszufinden, wer der Beste ist. Doch bis zum heutigen Tag konnte noch niemand den Mann in Schwarz besiegen. Also muss ich ein offizieller Weltmeister sein, um die Einladung zu bekommen. Du hast eine Profikarte. Nichts hält dich davon ab, deine Profikarriere zu beginnen. Da gibt es nur ein Problem. Du wirst es in der Welt des professionellen Boxens sehr schwer haben, wenn du keinen Manager hast. Warum denn? Dein Ruf ist sehr wichtig. Weißt du, wenn du nicht beliebt bist, wird niemand gegen dich kämpfen wollen. Natürlich wird dir ein Manager nicht helfen können, zu gewinnen, aber er kann dir mit deiner Beliebtheit helfen. Ach so. Ich wüsste da jemand. Er heißt Ding Kong und er sucht gerade nach einem neuen Star. Ich arrangiere ein Treffen, okay? Denk dran, ohne seine Hilfe kannst du kein Champion werden. Roger. Okay. Du musst einen Vertrag mit einem Manager unterschreiben. Okay, mit Ding Kong. Ah, okay, müssen wir hier hin. Na, dann fahren wir mal mit dem Bus da drüber. So, willkommen. Mick hat mir schon von dir erzählt. Komm näher. Machen wir. Ich bin Ding Kong. Ich bin der Typ, der Champions aus Schwächlingen wie dir macht. Der Vertrag ist besiegelt. Jetzt sind wir in seiner Gewalt. Hm, na super. Zeig mir deinen Bizeps. Nicht beeindruckend, aber hey, ich liebe Herausforderung. Hm, okay. Ich habe Aufnahmen von deinen Kämpfen gesehen und meine russischen Freunde haben ein gutes Wort für dich eingelegt. Das ist gut. Die Leute lieben Geschichten von Nichtsnutzen, die an die Spitze kommen. Aber ich bin kein. Deine Aussprache ist schlecht. Am besten bist du einfach still. Hm. Ich glaube, wir haben alles Nötige besprochen. Unterschreib noch hier und hier und hier. Hm. Und dann kann die Show losgehen. Aber ich... Du wirst hier wohnen. Ich habe einen Trainingsraum im Keller. Deine Freundin kann auch mitkommen. Wir haben doch gar keine Freundin. All inclusive. Okay. Du kannst schreiben, oder? Das kann ich. Das kann ich nicht. Sarkasmus. Hm. Also, wenn es nach mir ginge, Sarkasmus. Ja, machen wir mal. Dann unterschreib schon. Ich sollte das tun. Er ist verrückt, aber er scheint zu wissen, was er tut. Vertrag unterzeichnet. Großartig. Dein Erfolg in Russland hat dich schon ein wenig bekannt gemacht. Aber das ist nicht genug. Wir sollten an deiner Zukunft arbeiten. Ich habe hier alles aufgeschrieben und vergiss nicht, dass du ein Kämpfer bist. Also musst du ständig trainieren. Mein Koch wird dir dein Essen zubereiten. Das ist natürlich nicht kostenlos. Ich werde dir das jeden Tag in Rechnung stellen. Und laut Vertrag schulde ich dir eine Vorauszahlung. Also auf geht's. Denk dran, dass ich immer hier bin. Also komm zu mir und wir reden über den nächsten Schritt. Besiege alle Gegner auf deinem Weg zum Weltmeistertitel. Wow, wie viel? Krass. Okay, so wir haben hier einen Kühlschrank. Wir haben hier ein Schlafzimmer. So sieht es zumindest aus. Ah, da können wir bestimmt noch schlafen. Nein, ich will ja gar nicht schlafen. Aber wir haben keine Freundin eigentlich. Ja, der schläft ja wirklich nur. Abbrechen, 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 abbrechen. Stop. Okay. Gut, nee. Dann will ich mal kurz in die Küche schauen. Das ist wahrscheinlich ja wieder zum Aufpimpen unserer Laune, falls wir mal schlecht gelaunt sind. Das ist eigentlich unser Kühlschrank, so wie das aussieht. Okay. Hm, na gut. Wir gehen mal in den Trainingsraum. Gucken mal, was wir dort haben. Können wir hier noch hoch? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Alter, geil. Okay, wir können hier fett trainieren. Wir haben sogar ein Springseil hier. Wir haben alles da, was wir brauchen. Und noch viel mehr. Ich glaube, hier haben wir sogar noch mehr Geräte als vorher, oder? Wenn ich das richtig sehe. Was denn jetzt? Nicht genug Sternchen. 100 von 350 ausstehende Kämpfe. Kampfliga. Wann kämpfen wir? Wann sehe ich denn das? Oder wo sehe ich das vor allem? Ligapunkte, ja, den sollten wir schaffen, das ist klar, aber wann, wo, wie, was sehe ich das, ob wir kämpfen? Nicht genug Sternchen, was will er denn mir damit sagen, nicht genug Sternchen? Keine Ahnung, wir trainieren erstmal. So, geschickt müsste jetzt relativ flott noch höher werden, weil wir haben ja geskillt dafür. Ich habe nur gerade nicht das Gefühl, dass sich das hier skillt, wieso auch immer. Okay, wir probieren es mal am Punching Ball. Hm. Ja, so richtig zufrieden bin ich gerade mit dem Training nicht wirklich.
So, was haben wir denn hier alles noch für Geräte? Das Laufband haben wir noch. Da stellen wir uns auf jeden Fall nochmal drauf, dass wir das, wie gesagt, wieder auf Level 10 hochbekommen. So, wunderbar. Na komm, ein bisschen noch. Aber das ist jetzt auf jeden Fall wesentlich effektiver als in Russland, das Training. So, sehr schön. Dann haben wir das auf Level 10. Dann können wir hier nochmal ein bisschen rangehen. Weiß nicht, ob wir jetzt genug Ringpunkte haben oder Sternchen haben oder was auch immer. Wie auch immer wir die Sternchen bekommen. Nicht genug Sternchen. 100 von 350. Ja, wir müssen nochmal mit dem quatschen. Vielleicht finden wir das noch irgendwie raus. Wir gucken mal. Ah, okay. Wir müssen Kohle dafür bezahlen, dass wir mehr Sternchen bekommen. Belohnung 150 Sternchen. Kostet uns allerdings $500. Nein. So viel haben wir doch gar nicht. $200 für 25 Sternchen. Alter. Okay. Markenware. Erhöhe tägliches Einkommen. Würden wir 150 Sternchen bezahlen dafür? Ich weiß gar nicht, wie unser tägliches Einkommen gerade ist. Also ob das $500 gerade beträgt, unser Einkommen. Ich weiß es nicht. Gar keinen Plan. So, wir drehen einen Film, dachte ich. Okay. Also, wir müssen für den Film... Ah, okay. Jetzt verstehe ich das Ganze. Wir müssen für den Film kämpfen. Und dafür die Leute dort vermöbeln. Finde ich in Ordnung. Natürlich gibt uns vielleicht auch wieder Talentpunkte. Ich weiß es nicht. Müsste man mal schauen. Ein Alien-Film ist es auf jeden Fall. Interessante Sache. Also, coole Sache. Was hier noch alles möglich ist, hätte ich nie gedacht. So, da gehen wir natürlich in die nächste Runde. Wir müssen kämpfen, bis wir nicht mehr können. Also 99 Runden hätte das Ding, aber ich glaube, so lange brauchen wir dafür jetzt nicht unbedingt. So, auf jeden Fall, der liegt auch gleich. Guck mal, nochmal, einmal drauf, komm, nochmal. Jawohl, da liegt er. Und dann haben wir ihn auch gleich richtig hingelegt. Aber wahrscheinlich erst in der dritten Runde. Naja, gut. Ein bisschen müssen wir noch. So, leg nochmal ordentlich nach. Komm, gib's ihm. Ich hoffe, wir kriegen Talentpunkte dafür. So, das hätten wir. Und wir kriegen keine Talentpunkte. Ist das euer Ernst? Okay. Ausdauerkampf. Willst du weiterkämpfen oder deinen Preis nehmen und gehen? Wenn du verlierst, bekommst du gar keinen Preis. Aha. Im Moment bekommen wir ja gar keinen Preis, oder? Also im Moment bekommen wir ja gar nichts. Also wir müssen theoretisch weiterkämpfen. Okay. Interessante Sache. Unser Leben geht natürlich im Laufe der Zeit nach unten, weil wir bei jedem Kampf ein bisschen Leben verlieren. Wird interessant werden. Aber wir probieren natürlich unser Bestes. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwie. Ich hoffe, das dauert nur nicht zu lange, weil ich wollte gar nicht mehr so lange jetzt noch aufnehmen. Ich muss nämlich gleich los. Aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Komm, leg los. Wir müssen möglichst viele Kämpfe schaffen. Immer nochmal drauf auf die Nuss. Komm, auf den hässlichen Alien-Kopf dort. Na los, komm, einmal noch, komm. Richtig und immer richtig heftig drauf, Mensch. Das muss doch schaffbar sein. Im Moment fügt er sich mehr selber Schaden zu, als dass wir ihm irgendwas zufügen. So, jetzt aber, komm, nochmal. Ja, und da liegt er, sehr schön. Und da haben wir gleich wieder einen Rundenwechsel. Leider, aber ausdauermäßig, komm, das sieht sehr gut aus. So, und immer nochmal nachlegen. Na los, komm, einmal geht noch. Müssen wir uns mal merken, 217 Leben hatten wir gerade als Maximum. Wunderbar. Ja, minus 10 Leben, genau. Jetzt haben wir nur noch 207 Leben wahrscheinlich. Also das hätten wir schon mal erreicht. Und wenn wir jetzt aufhören, kriegen wir $200. Oder zahlen wir dann $200? Weiß es nicht. 10 Talentpunkte würden wir auf jeden Fall bekommen und 50 Sternchen. Wir brauchen aber halt mehr Sternchen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen kämpfen. Also mindestens so weit. Im Idealfall natürlich auch so weit. Ja, schauen wir mal. Wir führen das Ganze fort. Und unser Leben regeneriert nicht. Das heißt, wir haben immer dieselbe Lebensanzahl. Scheiße. Okay, sollten wir berücksichtigen bei der ganzen Sache. Ist natürlich uncool. Wir könnten probieren, halt den Kampf und den nächsten Kampf auch noch zu schaffen. Also das könnte möglich sein. Komm, wenn wir den jetzt flach legen, dann ist es schaffbar. Dann schaffen wir auch den nächsten Kampf noch. Dann haben wir zumindest ein bisschen was mitgenommen. Komm, leg nochmal nach. Jawohl. Wunderbar. Und nochmal. Leg ihn nochmal auf die Matte. Immer nochmal drauf. Komm, auf die hässliche Alienfresse. Mensch, das muss aber guter Film werden, wenn wir so viele Aliens hier flach legen. So, komm. Die Kulisse könnte sich mal verändern. Das wird vielleicht langweilig für die Zuschauer auf Dauer, immer vor derselben Kulisse zu kämpfen. Aber egal.
Jetzt kommt ja auch den Kampf an. So, den haben wir gleich. Und dann müssen wir noch einen Kampf gewinnen. Das wird knapp hier von den... von unseren Lebenspunkten her. So, komm, leg nochmal drauf. Wenig kassieren am besten. Immer nochmal einen nachlegen. Ich hätte gern zumindest, wie gesagt, diese... ja, diese zweite Stufe noch erreicht. So, minus 20 Leben. Nein. Alter, einmal noch. Deine Gesundheit ist sehr niedrig, sehr gering. Sie beeinflusst deine Gesundheit im Kampf. Ja, das war mir schon klar. Du solltest dich etwas ausruhen. Die ist mir auch klar. Aber wir müssen noch mal. Wir haben keine Chance. Keine andere Wahl. Also Chance haben wir hoffentlich schon. Schauen wir mal. Wenn wir den Kampf verlieren, war alles für den Arsch. Aber ich hoffe nicht, dass das passiert. Also, denk mal, wir teilen ganz gut aus. Ausdauermäßig wird es ein bisschen eng werden. Aber nicht, wenn wir ihn zuerst hinlegen. Dann wird es natürlich gut funktionieren. So, wunderbar. Erste Runde geschafft. Wir stürzen uns in die zweite Runde. Komm, das muss doch drin sein. Wir haben 100 Energie. Er nicht mehr. Guck mal, das sieht gut aus. Ja, komm, leg nochmal nach. Schöne Kombo. 34er Kombo hatten wir gerade. Sehr, sehr, sehr schön. So, aber es wird kein Ausdauerkampf. Das wird wirklich ein Kampf hier, was die Hitpoints angeht. Ich bin ja fast versucht oder geneigt zu versuchen, hier nochmal doch die dritte Stufe zu erreichen. Aber ich glaube, das wird zu knapp hier mit unserem Leben. Zumal die Gegner auch deutlich schwerer werden im Laufe der Zeit, habe ich das Gefühl. Von den Skills zumindest her. So, das hätten wir, aber verlieren wir wieder 20 Leben. Das heißt, wir müssten jetzt wirklich aufhören. Kriegen aber wahrscheinlich 300 Dollar dafür, 15 Talentpunkte und 200 Sternchen. Ist scheiße. Das wollte ich nicht. Scheiße, ich hoffe, wir schaffen das. Mist. Uncool. Ich hoffe, wir sterben nicht, wenn wir dann außerhalb des Kampfs 0 Leben haben oder so. Weiß es nicht. Ich wollte auf Abbrechen klicken. Also so macht der Gewohnheit, dass man auf Fortsetzen klickt. Gut, aber ich glaube, den Kampf selber überstehen wir. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das wird eine enge Geschichte. Aber den nächsten Kampf können wir halt nicht machen, das ist das Problem. Also den, ich glaube nicht, dass wir den schaffen werden. Ich meine, man kann natürlich auf volles Risiko gehen und das testen, aber ich... mich graut so ein bisschen davor. Sein, wir legen den jetzt gut hin. Wenn wir jetzt hier bei 83 bleiben, überlege ich nochmal. Okay, ich überlege. Wir haben schon kaum noch Gesundheit. Guck mal, wir sind hier 7%. Wenn wir jetzt nochmal kämpfen, nochmal 20 Gesundheit verlieren, sterben wir doch eigentlich, oder nicht? Komm, wir probieren es. Wir geben alles. Wir testen es. Alter, der hat auch noch 281 Leben. Ich glaube, das hackt, oder? Die müssen wir erstmal runterkloppen, die Leben. Wir dürfen nicht so viel kassieren auch noch. Das ist noch die Schwierigkeit. Scheiße. Ja, und wir haben ihn hingelegt. Okay, vielleicht kriegen wir es darüber irgendwie hin. Wenn wir jetzt verlieren, verlieren wir alles. Wenn wir jetzt verlieren, verlieren wir alles. Aber komm, das sieht gut aus. Nochmal drauf. Nein, schön ausweichen. Ja, gib alles beim Ausweichen. Wir müssen den hinlegen. Wir haben keine andere Wahl. Das ist wirklich... boah. Ich tue es ein bisschen bereuen, dass wir in den Kampf gegangen sind. Komm, wir haben nur noch 35 Leben. Wir müssen. Komm, hau nochmal drauf. Teil ordentlich aus und schön ausweichen immer. Nicht selber kassieren. Der hat schon wieder zu viel Ausdauer gerade. Und wir verlieren fleißig. Scheiße. 25 Leben nur noch. Der muss nur einen richtigen Treffer bei uns landen und dann sind wir im Arsch. Scheiße. Bitte, 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 bitte. Boah. So. Sau. Knapp. Dafür kriegen wir 1500 Dollar, 25 Talentpunkte und 350 Sternchen. Ist das der Hammer. Du hast den Ausdauerkampf beendet und bekommst eine Belohnung von 1500. Und ja, hatten wir gerade schon vorgelesen. Bombastisch. Wir haben 2000 Dollar auf der hohen Kante. Ja, wir haben nur das Problem, wir haben keine Leben mehr gerade. Ich hoffe, der Koch hat hier genug gekocht. Oh, guck mal, sieht gut aus. Haben wir auch irgendwas, was ordentlich Gesundheit wiederherstellt? Nicht so wirklich, oder? Wir müssten eigentlich gerade alles essen. Das stellt alles so ein bisschen Gesundheit wieder her. Kaviar müssen wir auch essen. Kostet ein bisschen Happiness, aber gut, damit können wir leben, oder? So, dann hier bitte nochmal ordentlich nachlegen. Kaffee stellt Energie wieder her. Das ist natürlich auch interessant. Das nehmen wir mal mit. Und das stellt nochmal sowas hin. Erstmal auch. Obwohl, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Nee, passt schon soweit. Gut, dann müssten wir soweit vorbereitet sein für den nächsten Kampf. Interessant, also wirklich cool gemacht.
Und ich glaube, wir stürzen uns auch nochmal in den Kampf hinein. Warte mal, wir brauchen gar nicht da drauf klicken. Wir müssen ja hier drauf klicken. Genau. Ja, wir gehen mal direkt auf Kämpfen, oder? Wir haben nicht volle Gesundheit, aber es passt schon. Also müsste vielleicht machbar sein. So, was haben wir denn hier? 11, 14, 11 sollten wir eventuell schaffen. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir teilen gut aus. Wir haben halt nicht volles Leben. Das muss man berücksichtigen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht unser Nachteil. Aber wir haben zumindest sehr viel wiederhergestellt durch das Essen, was wir jetzt im Kühlschrank hatten. So, wir müssen halt nur noch ein bisschen mehr essen, dass wir das wieder voll kriegen. Aber ich hoffe, wir kriegen ihn trotzdem irgendwie hingelegt. Guck mal, ausdauermäßig, das sieht sehr gut aus für uns. Wir dürfen halt nur nicht selber zu viel kassieren, aber ja, wenn wir ihn hier unter unsere eigenen Hitpoints drunter geschlagen haben, bin ich zufrieden. Im Moment sieht es sehr grenzwertig aus. Wir nähern uns zwar unseren eigenen Hitpoints, aber im Moment haben wir noch weniger. Ja. So, jetzt hat er uns, jetzt haben wir ihn quasi überholt. Wunderbar. Und so müssen wir das versuchen natürlich beizubehalten, weil der braucht nicht viele Schläge, um uns runterzuhauen. Wir brauchen schon viele Schläge, habe ich das Gefühl. So, teil nochmal ordentlich aus. Komm, gib's ihm. Immer schön drauf auf die Hackfresse und schön ausweichen im gleichen Atemzug. Mensch, das sind harte Kämpfe hier, die wir hier führen. Okay. Also die sind wirklich... Alter, $1000! Boah! Oh! Hammer! Wir verdienen uns hier dumm und dämlich, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben nichts mehr zum Essen im Kühlschrank. Koch hier! Koch doch mal! Wir haben nichts mehr zum Essen. Wir brauchen was. Ja, egal wie. Ich glaube, wir müssen erstmal uns ausruhen. Das heißt, können wir noch zur Apu fahren? Dürfen wir hier raus? Weiß ich nicht. Doch, dürfen wir. Aber wir dürfen nicht mehr zu unserem eigenen nach Hause. Okay. Aber wir dürfen noch zum Apu. Gut, da fahren wir halt zum Apu. Machen wir. So. Mal sehen, ob wir hier ein bisschen was einkaufen können für zu Hause. Jawohl. Guck mal, sieht gut aus. Dann nehmen wir hier auch nochmal alles mit. Wunderbar. Und hier bitte auch nochmal. Wir verdienen ja so viel Kohle. Das können wir ja nie im Leben alles wieder ausgeben. Was haben wir denn hier? Ach, wir können wieder Talentpunkt vergeben. Coole Sache. So, da war doch was, was wir uns unbedingt holen wollten. Genau, wir wollten hier drauf. Langfristig, genau. Dazu brauchen wir erstmal das Dingens hier. Schaden, den du mit Tritten verursachst, ist höher. Okay, schauen wir uns dann an beim nächsten Kampf natürlich. Wir gehen erstmal wieder nach Hause in die Villa. In unser neues Zuhause sozusagen. Können wir hier noch irgendwas Neues kaufen? Dann, da will ich auch nochmal gucken. Vielleicht geht das ja. Schauen wir mal. Hast du ein Hörgerät? Jo, das muss ich benutzen. Meine Ohren sind nicht halb so stark wie meine Muckis. Cool, hättest du vielleicht ein altes übrig? Ich habe mir gerade ein neues gekauft, also kannst du mein altes Hörgerät haben. Stimmt, da war ja was mit diesem Hörgerät. Okay, haben wir das jetzt? Haben wir. Wir können hier leider nicht mehr einkaufen gehen, das macht aber nichts. Aber wir können das Hörgerät jetzt wegbringen. Machen wir mal. Fahren wir auch mit dem Bus hin. So, wer brauchte das Hörgerät? War das Big Bobo oder war das Mickey? Ich weiß es nicht. Sprechen wir mit Big Bobo. Oh ja, der brauchte das. Oh, vielen Dank. Das ist großartig. Wunderbar. Bobo wirkt mit seinem neuen Hörgerät so glücklich. Ich hoffe, dass das Rumgebrülle jetzt wenigstens aufhört. Du bist ein guter Kerl. Ich kann kaum glauben, dass eine Berühmtheit wie du mir geholfen hat. Ja, gerne doch. Können wir nochmal mit dir quatschen? Ich warte immer noch. Ja, worauf denn? Okay, keine Ahnung, worauf du wartest. Wir quatschen nochmal mit Mickey. Melde Problem gelöst. Ich habe mich um Bobo gekümmert. Oh, vielen, vielen Dank. Hier ist ein Geschenk für dich. Das ist ein Energy Mix, habe ich selber gemacht. Hilft dir bestimmt beim Training. Na, ich hoffe doch. Cool, vielen Dank. Können wir da auch nur noch welche kaufen? Ist das möglich? Na, scheinbar nicht, okay. So, jetzt quatschen wir nochmal mit dem. Okay, der wartet immer noch. Worauf auch immer er wartet, ich weiß es nicht. Mit Mickey können wir auch nicht nochmal quatschen, das war's sozusagen. Okay, dann müssen wir nach Hause, macht aber auch nichts. Weil wir wollen ja so oder so noch trainieren. Gucken jetzt aber nochmal in den Kühlschrank rein. Und dann müssen wir gleich auch nochmal in die Kampfliga reingucken. Und dann haben wir wieder 60 davon. Das ist super. Die brauchen wir auch. So. Eigentlich müsste man Leben wiederherstellen. Dazu ist ja eigentlich Fleisch am besten geeignet. Andererseits könnten wir halt auch noch trainieren vorher, bevor wir das Fleisch aufbrauchen. Ja, ich denke mal, das werden wir auch nochmal machen. Allerdings erst in der nächsten Folge, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, ja, morgen wieder mit einschalten, wenn es heißt Let's Play Punch Club. Bis dahin. Ciao, ciao.